Grüß euch! Heute machen wir wieder was Italienisches und zwar Zucchini-Käsesoße mit Teigwaren. Als erstes gehen wir mal die Schalotten klein schneiden. Soßenpfandel geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl. Das Olivenöl heißt, jetzt geben wir die Schalotten dazu und das Ganze ein bisschen anschwitzen. Das Ganze tun wir damit ein bisschen Weißwein auf. Wenn der Wein verdunstet ist, tun wir das Ganze mit Schlagobers aufgießen. Nächstes geben wir den geschlagenen Dotter dazu. Das Ganze tun wir so lange kochen, bis das Ei zum Stocken anfängt. Für besonders feine Sauce tun wir das zuerst durchpürieren. Und danach mit einer Passiermühle durchpassieren. Als nächstes werden wir die Zucchini kleinwürfelig schneiden. Die geschnittenen Zucchini tun wir dann mit ein bisschen am Knoblauch kurz in Olivenöl anbraten. Danach geben wir unsere pürierte Sauce dazu. Danach geben wir geriebenen Parmiduro dazu. Wir tun das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Das ist jetzt fast schon zu schön zum Essen. Aber nur fast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba!